In diesem Jahr ist alles anders, auch die Adventszeit. In Weihnachtsstimmung kommen Klein und Groß in der Landeshauptstadt trotzdem. So bietet die Musikschule Ataraxia seit dem 1. Dezember jeden Nachmittag um 16.30 Uhr am Schweriner Säulengebäude einen musikalischen Adventskalender. An 24 Tagen öffnet sich dort ein neues Fenster, hinter dem Schüler und Lehrer musizieren. Außerdem wurden trotz der Absage des Weihnachtsmarktes, beispielsweise am Schlachtermarkt, die beliebten Märchenhütten aufgestellt. Hier laden der gestiefelte Kater oder die Prinzessin auf der Erbse zum Verweilen ein. Und noch eine gute Nachricht gibt es für die Kinder. Eine Ausnahmeregelung ermöglicht es dem Staatstheater Schwerin, den beliebten Kinderbuchklassiker Die unendliche Geschichte vor Schülerinnen und Schülern aufzuführen. Das Stück feiert am 10.12. um 9 Uhr im Großen Haus Premiere. Jetzt fehlt nur noch ein Wink von Frau Holle, dann ist die Weihnachtsstimmung perfekt.